Servus miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Bei mir gibt es heute Bolognese rustikal. Rustikal deswegen, weil da sieht man schon die Gemüsestücke, die ich noch mit neider habe. Richtig große. Das ist gut, um die Winterzeit zu überstehen, da sind Vitamine drin, deswegen rustikal. Ich verrate euch zum Schluss vom Video noch einen kleinen Trick. Was die Nudeln betrifft, habe ich mal einen Tipp bekommen von einem Italiener, der ist Koch. Und jetzt lasse ich mir das schmecken und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Gut, in meine rustikale Bolognese-Sauce kommen folgende Zutaten rein. Nicht nur ein Hackfleisch hier und Zwiebeln, sondern auch Gemüse. Ich habe einen Sellerie, Karotten, einen Staudensellerie und als Highlight einen gereicherten Speck von meinem Vater gereichert. Knoblauch kommt noch rein, Kräuter der Provence. Ich werde das Ganze dann noch mit Rosmarin verfeinern, mit einem frischen. Ist ja immer ein Traum. Riecht super und das passt alles richtig gut zusammen. Mit Rotwein wird aufgegossen. Tomatensauce habe ich schon vorbereitet im Dutch Oven. Und dann geht es raus auf den Grill, dann machen wir ihn richtig warm, heizen wir am Ei und dann geht's los. Gut, ich habe jetzt da draußen schon mal alles aufgebaut, der Dutch Oven, der ist ordentlich aufgeheizt. Und jetzt starte ich und gebe zuerst einmal, das Öl ist ja schon drin, den Speck rein. Der, da wird jetzt hier auch das Fett ein wenig zerlassen. Ja, der hat eine gute Hitze, der geht wohl. So, und dann kommt sofort das Hackfleisch dazu. Wir mischen das Hackfleisch rein. So, das wird jetzt ordentlich durchgebraten, dass es zerfällt. Jetzt ein bisschen anbraten lassen und für alles weitere sehen wir uns dann, wenn es soweit ist. Ja? Während eurer Abwesenheit habe ich jetzt hier schon mal die Zwiebeln dazugegeben. Da muss man halt jetzt dann so anbraten, bis sich die Flüssigkeit reduziert hat. Und jetzt können wir schon zu den nächsten Zutaten übergehen, und zwar den Knoblauch. Und da habe ich noch was Besonderes, und zwar scharfe Chilischoten. Da geht doch was, oder? Da wird es uns warm. Die mische ich jetzt da mit unter. Dann gebe ich schon mal den Rosmarin dazu, den frischen Rosmarin. Jetzt weg. Das Gemüse, den Sellerie, den Staudensellerie, den habe ich ganz gern, und die Karotten. Dann einmal kurz durchrühren, dass sich das auch gut vermischt. Sehr schön. Jetzt kommen die Kräuter der Provence hinein. Bei trockenen Kräutern empfiehlt es sich, diese immer ein bisschen so zwischen den Händen erst einmal zu verreiben, weil dann entfalten sie die Aromen noch mal besser. Da darf schon auch gut was rein. Gieße ich noch ein bisschen Rotwein drüber, das ist auch eine feine Sache. Naja, ein bisschen mehr.
und natürlich Tomatensauce. Das schaut doch ganz gut aus, oder? Gleich ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Und den rühren wir jetzt runter. Und diese Bolognese, die wird ja erst richtig fein, wenn der jetzt so ganz lange so dahin köchelt. Und das mache ich jetzt dann auch. Deckel drauf und ich lasse die wirklich für eine Stunde drauf. Dann mache ich schon mal meine Nudeln. Mache ich nach einem Seitenbrenner und dann wird probiert. Freue mich schon. So, gut, ihr seht es. Die Bolognese-Soße war jetzt für eine Stunde drauf, meine rustikale Bolognese. Ihr könnt es auch 5 Stunden drauf lassen, die wird immer noch besser. Und jetzt schaut mal her, das ist richtig schön sämig geworden. Ich habe noch einen Rosmarinzweig hineingelegt. Ja, da ist er. Bevor ich probiere, nur was kurz zu den Nudeln, die habe ich jetzt hier schon mal ins Wasser gegeben. Ich probiere jetzt einfach mal. Die haben es dann bald. Schmeckt traumhaft. Feine Sache. Und ich habe ja nur einen Tipp versprochen. Und zwar geht es da um die Nudeln. Ihr kocht die einfach nach Packungsbeilage. Und dann nehmt ihr es vorher schon raus, wenn es nur 3 bis 4 Minuten eigentlich brauchen würden, und legt es oder mischt es einfach in die Soße hinein. Und die garen dann da drin und nehmen die Soße gut auf, die Aromen auf, und es wird dann eine richtig cremige, feine Geschichte. Den Tipp, den habe ich übrigens von einem Italiener, einem Koch, und ich mache das immer so, das ist super. Und jetzt hoffe ich, mein Videorezept hat euch gefallen. Und ich darf mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann könnt ihr das hier machen. Ich darf mich freuen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns, da die Song, oder? Bis bald, macht es gut, eure Frau am Grill.